Hallo und willkommen bei Datayunity. Wir haben jetzt März 2022 und es gibt ein neues Power BI Update. Wenn wir das vergleichen mit dem Release-Plan vom LX Powers und wir sehen hier, dass im März ziemlich viel erwartet wurde, ich kann nur so viel sagen, es ist nicht alles da, was hier steht, aber dennoch gibt es ein paar erwähnenswerte Neuerungen. Die habe ich mir hier angeschaut. Zum einen haben wir jetzt die Multi-Auswahl für die Karten, die schon letzten Monat mit dabei war, aber nicht funktioniert hat. Die funktioniert jetzt, also wir können hier mit Kreuzfiltern eine Multi-Auswahl bei dem Multicard-Visual machen. Dann haben wir noch eine weitere Neuerung, was die Liniendiagramme betrifft, und zwar haben wir jetzt einen sogenannten Fehlerbalken oder Error Line. Das ist ein Vorschau-Feature. Es muss aktiviert werden und dann können wir hier so im Data Science-Stil Abweichungen uns anzeigen lassen. Wir haben eben so Abweichungsbalken, die können wir auch unterschiedlich formatieren. Und natürlich geht es aber darum, diese Measures hier dann auch sinnvoll zu wählen, damit diese Visualisierung auch wirklich Sinn macht. Eine weitere Änderung gibt es bei der Formatierung, und zwar verhalten sich jetzt benutzerdefinierte Formate laut Microsoft in allen Visuals gleich. Also wie ihr hier unschwer erkennen könnt, habe ich hier so ein benutzerdefiniertes Format mit dem Tabular Editor erstellt, dass wir bei diesen Zahlen ein X haben, und das geht jetzt auch im Balkendiagramm. Ich hatte auch vorher damit wenig Probleme, muss ich sagen. Aber laut Microsoft gab es da diese Probleme und diese wurden jetzt behoben, wie auch im Blog am Beispiel auch so ähnlich gezeigt wird. Allerdings die Measures, die über die Formatfunktion kommen, die gehen dann weiterhin nicht in Visualisierungen. Das hätte ich mir mehr gewünscht, ist aber leider nicht so da. Was gab es noch darüber hinaus? Es gab ein paar Änderungen an Goals wieder. Da muss ich aber erst in die Nutzung kommen. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Und es gibt auch, was das Dataset Hub angeht, im Power BI Service ein paar Verbesserungen, wie zum Beispiel ein eigenes Tab für die eigenen Datasets. Das war es von meiner Seite und in diesem Sinne viel Spaß mit Power BI und bis zum nächsten Mal.